Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit einem sehr dramatischen Titel. Ja, weil diese Erzählung, die ich euch jetzt hier machen werde oder machen möchte, ist auch echt ziemlich dramatisch. Ich habe einen ziemlichen Schock gehabt und dachte, das muss ich euch im Nachhinein, wenn ich mich mal ein bisschen beruhigt habe, muss ich euch das auf jeden Fall erzählen. Also, ich bin jetzt gerade aktuell noch in der 30. Schwangerschaftswoche meiner zweiten Schwangerschaft, für die mich noch nicht kennen. Und als sich besagte Situation zugetragen hat, war ich gerade auch 29 plus 0, gerade frisch in der 30. Woche. So, es ist kurz vor Ostern gewesen und ich bin mit meinem Freund mit dem Auto nach Wales gefahren, weil wir da die Osterzeit verbringen wollten. Wir hatten eine lange Autofahrt vor uns von Essen nach Wales. Also wir sind sechs Länder durchqueren. Und kurz vor Ostern hatten wir dann ein bisschen Probleme mit unserem Auto. Hatten das dann aber in einer Werkstatt auch wieder reparieren lassen. Deswegen haben wir dann doch diese Fahrt auf uns genommen. Wir dachten, unser Auto ist heile. So, wir fahren jedenfalls morgens ganz gemütlich um 5 Uhr los. Und ja, Schatz? Fingernägel schneiden? Brauchen wir nicht, haben wir gestern schon gemacht. Kann ich jetzt eben mein Video drehen, bitte? Dankeschön. Die knetet. Jetzt wollte sie mir gerade die Nägel schneiden. Ja, solche Unterbrechungen können jetzt zwischendurch einfach mal passieren, weil ich habe meine Kleine wieder zu Hause. Aber okay. Genau, wir fahren also ganz gemütlich morgens um 5 Uhr los. Und laut Navi, wenn alles so geklappt hätte wie geklappt, dann hätten wir so um die 11 bis 12 Stunden fahren sollen. Ich bin nur Beifahrer gewesen, deswegen eigentlich musste ich nur sitzen. So, wir sind dann nach Calais gefahren. Nach Calais? Calais, glaube ich. Ja, genau, da wo die Fähre abfährt, da mussten wir dann 2 Stunden übers Wasser fahren mit der Fähre und waren dann in Dover, da wo der Hafen ist. So, hat auch alles bis dahin so relativ gut geklappt. Und dann sind wir weitergefahren, sind dann auch in England gewesen, waren dann in Birmingham und plötzlich fährt das Auto nicht mehr weiter, mitten auf dem Highway. Mega die Stresssituation. Wir dachten, was ist jetzt mit dem Auto los? Wir wussten es nicht. Haben uns dann abschleppen lassen. Waren dann in einer Werkstatt. Es waren aber schon angefangene Feiertage, sag ich jetzt mal. Hat alles ewig lange gedauert, wirklich. Und wir waren halt erst in Birmingham. Wir hatten noch einige Stunden vor uns. Einige Stunden. Und ich sag mal, den Tag danach war ein sehr, sehr wichtiges Event für uns geplant. Das heißt, wir hatten auch noch total den Druck. Wir müssen jetzt bald nach Hause. Wir müssen nach Hause. Wir haben morgen echt was Wichtiges vor. So, jedenfalls ist mir das überhaupt nicht gut bekommen, dieser ganze Stress. Also ich meine, die Autofahrt war für mich jetzt nicht stressig, aber so lange sitzen ist doch für eine Hochschwangere nach einer Zeit auch körperlich anstrengend, sage ich jetzt mal, ne? So. Aber alles in Ordnung. So, dann kam das mit dem Auto und dann Aufregung, das Auto ist kaputt, was machen wir denn jetzt? Und dann überhaupt erstmal eine Werkstatt finden, die auffahrt mit Notdienst und ihr wisst, was da an Kosten auf einen zukommt und dann mit der Versicherung und war echt blöd und wir waren dann beide auch echt super angespannt und es war dann bis zum frühen Abend überhaupt nicht klar, kriegen wir das Auto repariert, ist das jetzt ein Totalschaden, was ist überhaupt kaputt? Unser Auto hatte gerade frischen TÜV und erstmal so, hä, was ist denn hier los? Warum können wir jetzt nicht weiterfahren? Und dann haben wir erstmal überlegt, was tun wir denn? Was tun wir denn jetzt überhaupt? Genau, deswegen haben wir uns dann mehr oder weniger kurzerhand entschieden. Es war schon relativ spät abends, ich glaube dann mittlerweile schon 20, 21 Uhr, dass wir nachts in einem Hostel bleiben oder in einem Hotel, so ein günstiges Hotel halt, ne? Wo man sagen muss, dass diese günstigen Standardhotels in England und Wales sowas von so viel besser und geiler sind, von den Betten will ich gar nicht sprechen, als hier in Deutschland. Davon abkosten sie auch nur die Hälfte, das ist der Hammer, ne? Also, okay, dachten wir, okay, wir bleiben jetzt hier im Hotel, aber mir ging es dann auch echt nicht so gut. Nicht so gut, dass man jetzt sagen hätte müssen, ey, ich glaube, ich muss mal ins Krankenhaus, da stimmt irgendwas nicht. Ich merkte einfach nur, dass ich einfach völligstens
fertig war, ich hatte einen harten Bauch, ich hatte, ne, das übliche, ihr kennt mich, ich habe 1000 Babychen, mir ging es auf jeden Fall echt überhaupt nicht gut. Dann kam die Übelkeit, das kommt ja bei mir durch die Hyperemesis und dann, wenn so viel Stress aufkommt, kommt das ja immer wieder hoch und ich habe mich dann auch übergeben. Jedenfalls sind wir dann im Hostel geblieben, haben das Auto da in der Werkstatt gelassen und dachten so, wir schlafen jetzt erstmal. Morgen wird schon alles besser werden. Wir kriegen das schon alles hin, wenn wir nur früh genug losfahren. Dann kommen wir auch noch pünktlich an, weil wir hatten da ja was Wichtiges vor. Aber war ja auch ein Feiertag. Also ich weiß nicht, wie wir das an dem Abend denken konnten. Dass dann morgens, keine Ahnung, um 4, 5 Uhr unser Auto fertig war. Wir konnten wahrscheinlich auch selber nicht mehr so wirklich denken. Die Nacht war echt nicht gut von uns beiden. Und mir ging es auch morgens immer noch ziemlich dreckig. Ich war ziemlich fertig. Haben dann diesen Mechaniker, der hat diesen Mechaniker da angerufen und gefragt, so, wann ist das denn absehbar, was ist denn mit unserem Auto? Und ja, der war halt natürlich auch bei seiner Family da ostermäßig unterwegs und gesagt, ja, weiß ich nicht, das kann schon ein paar Tage dauern. Dann dachten wir, alles klar, wir kommen jetzt nicht wirklich vor und nicht wirklich zurück. Und mir ging es halt nicht gut, deswegen haben wir dann kurzerhand entschieden, dass ich zurückfliege. Haben mir dann einen Flug gebucht an einem Feiertag, was auch ordentlich hier, ne? So. Der Flughafen war Gott sei Dank nicht weit weg. Da bin ich gut hingekommen oder ich wurde gut hingebracht, sage ich jetzt mal. Bin dann zurückgeflogen. Der Flug war auch super, super entspannt. Das ist ja nur 1 Stunde 10 oder was man da fliegt. Bin dann in Düsseldorf gelandet, wurde dann von dem Dejan, der dann hier die Zeit über Wohnungen und Katzen gehütet hat, von den Freunden mit dem Auto abgeholt, netterweise. Und habe mich dann ins Bett gelegt. Dann war irgendwie, also als ich angekommen bin zu Hause, Ahnung, war glaube ich 16 Uhr oder so. Ja genau, ich habe irgendwie glaube ich um 14 Uhr den Flieger genommen. 16 Uhr war ich dann schon zu Hause, ne? Also in meinem Wohnzimmer quasi. Habe mich dann erstmal hingelegt und dachte, ich mache so ein Mittagsschläfchen, ja Pustekuchen. Ich habe durchgepennt, habe auch kein Handy gehört, gar nichts. Ich habe durchgepennt bis um 3 Uhr morgens. Bin dann vom Sofa ins Schlafzimmer, habe dann da weiter geschlafen bis um 10. Bis um 10 oder so. Habe mich dann mit Dale kurz geschlossen. Der ist dann weiter getravelt, sag ich mal, ohne Auto zu seiner Family. Weil immer noch mit dem Auto natürlich nichts gemacht wurde. Dachten wir, okay, dann bist du Ostern bei deiner Family und ich bin hier zu Hause und mache einen ruhigen, ne? War dann auch doof, weil Julie war auch nicht hier. Und ja, aber ging dann erstmal darum, dass ich erstmal ein bisschen runterfahre, dass ich mich halt nicht überstresse, sag ich jetzt mal, mit der ganzen Situation. Wir waren natürlich auch ziemlich traurig, weil wir hatten, ja, wir hatten halt wichtige Pläne für uns, sag ich jetzt mal, da in Wales. Und das hat halt alles überhaupt nicht geklappt. Es ist halt alles irgendwie total schief gelaufen. Und jedenfalls, ich war dann hier zu Hause, bin dann um 10 Uhr oder was aufgestanden. Der Freund von mir ist, also der Dejan, der hat sich dann mit Freunden getroffen. Ich glaube, irgendwo in Düsseldorf oder in Köln, ich weiß nicht, auf jeden Fall weiter weg. Und ich war dann hier alleine und dachte so, du musst jetzt einfach die Zeit nutzen und du machst jetzt genau das, was du sonst nie machst, wenn du so lange frei hast. Ja, genau. Dachte, ich mache so genau das, was du sonst halt nicht machen kannst. So lesen, schlafen, einfach nur auf dem Sofa liegen, Netflix gucken, YouTube-Videos gucken und das ganz alleine. Das kann ja auch ein absolut purer Luxus sein. Aber ich muss dazu sagen, ich habe mir das immer die ganze Zeit gewünscht so. Aber nicht unter den Umständen, nicht ohne meinen Schatz. Und ich konnte es auch irgendwie die Ruhe nicht so wirklich genießen. Ich habe aber gemerkt, dass mein Körper einfach so gesagt hat, ey, Ende, Ruhe, Ruhepause, Ruhe. Deswegen war ich nicht lange wach und habe mich dann, glaube ich, um 12 Uhr wieder hingelegt und habe dann auch 4 Stunden durchgepennt, weil durchschlafen ist für mich sowieso so ein Fremdwort. Deswegen war das schon Premium, dass ich überhaupt so viele Stunden am Stück durchgeschlafen habe und dann noch am Tag. Und bin dann wieder aufgewacht und guck so auf mein Handy und dachte so, wow, schon lange geschlafen. Ich dachte, ich bin gar nicht so müde. Wie gesagt, 4 Stunden am Stück nochmal durchgepennt zu dieser langen Nacht, die ja für mich schon um 17 Uhr angefangen hat. Und ich dachte so, ich sollte mal Zähne putzen. Weil ich war noch nicht so wirklich in der Welt. Ich stehe also vom Bett auf, tapps so ins Badezimmer. Ich muss dazu sagen, ich musste nicht zur Toilette. Musste ich nicht. Hatte meine Jogginghose an und ein T-Shirt und stehe bei uns im kleinen Badezimmer auf diesem Badezimmerteppich vom Ikea. Und auf einmal wortwörtlich macht es Platsch und alles war nass. Ich hatte so eine Jogginghose vom H&M an, ihr wisst, wie dick die sind.
Die war getränkt vom Gesäß ab bis zu den Füßen durch und ich stand auf dieser dicken Badematte vom Ikea und da war ein riesen Pfütze. Und ich stand da nur, reglos und mach erstmal total geistesabwesend so und riech erstmal an meiner Hose, weil ich dachte, das war bestimmt Pipi. Ich musste aber nicht. Und ich dachte dann nur so, das ist geruchsneutral. Was jetzt? Was ist das? Was war das? Und natürlich direkt Blasensprung. Deine Fruchtblase ist geplatzt. Ding, 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 ding. Notfall. 30. Woche. Ich so, chill. Zu mir selbst. So, keine Panik. Hat auch gut geklappt. Aber in meinem Kopf war so, ich so, okay. Ich weiß, das passiert oft. Frauen werden auch mal inkontinent. Aber ich musste nicht. Und es roch auch nicht nach Urin. Okay, das ist bestimmt Urin oder irgendwas anderes. Chill mal jetzt. Setz dich erstmal hin. Ich mich erstmal hingesetzt. Erstmal meine wirklich klatschnasse Hose ausgezogen. Und dann dachte ich so, okay, wie viel pinkelst du so im Schnitt, wenn du aufs Klo gehst? So. Schlecht zu messen, sag ich jetzt mal. Aber wenn man regelmäßig beim Frauenarzt ist und immer Urin abgeben muss, weiß man ja ungefähr, wie viel das ist. Und ich bin kein Vielpinkler. Ich dann so, okay, das ist alles klatschnass getränkt. Ah, bestimmt nicht die Fruchtblase. Also, ich mich selber die ganze Zeit so beruhigt, das war irgendwas anderes, Annie. Entspann dich, es gibt eine Erklärung dafür, dein Baby kommt nicht zur Welt, dir ist nicht die Blase gesprungen und die ganze Zeit im Kopf so viel Wasser, das kann nur die Fruchtblase gewesen sein. So viel Wasser, du hast viel zu viel Stress gehabt, jetzt wird's brenzlig. Und ich dann so, okay, was machst du jetzt? Ich erstmal direkt so Dale anrufen, dachte ich, oh Gott, nein, den rufe ich jetzt nicht an. Ich weiß nicht, was es ist. Der wird kaputt gehen, wenn ich den jetzt in England oder in Wales anrufe und sage, hallo, meine Fruchtblase ist geplatzt. Und ihm dann im Anschluss sage, wenn die Fruchtblase geplatzt ist, kommt das Baby. Oder muss geholt werden, wenn gerissen ist, wegen Infektion, pipapo. Und du bist nicht hier und es ist viel zu früh. Da dachte ich, okay, machst du das jetzt oder machst du das jetzt nicht? Ich dachte mir, okay, du wartest jetzt erstmal, du chillst jetzt erstmal eine Runde. Und du rufst jetzt erstmal wen an? Ich den Dejan angerufen, der direkt in heller Aufregung. Ich sag, chill. Ich sag, gib mir mal deine Freundin. Ich sag, die hat ja schon 2 Kinder gekriegt. Ich sag, hör mal, ist dir schon mal die Fruchtblase geplatzt? Ja, 2-mal. Ist deine Fruchtblase geplatzt? Ich sag, ich weiß es nicht. Ich ihr die Situation erkläre. Sie sagt, ja, sofort Krankenhaus. Ich sag, ist mir schon klar. Ich sag, ich überlege jetzt gerade, wie ich am besten da hinkomme, weil ich wollte jetzt nicht direkt einen Aufriss machen und hier, Notarzt, wisst ihr? Ich wollte mich selber nicht in Panik verfallen lassen. Ich habe gesagt, okay, könnt ihr mich bringen? Die waren aber echt voll weit weg. Das hätte voll lange gedauert. Und alle anderen Menschen waren irgendwie Ostern feiern. Ich wollte jetzt nicht die Pferde verrückt machen, wisst ihr, was ich meine? Deswegen war dann so meine letzte Instanz, okay, dann rufe ich jetzt im Krankenhaus an. Krankenwagen oder ich muss mit dem Bus hinfahren oder mit dem Taxi. Ja, ne? Ich war im Moment dem nicht so ganz Herr meiner Sinne. Ich wollte ruhig bleiben. So. Dann ist mir aber die Idee gekommen, ich habe noch eine Freundin von mir angerufen, wo ich wusste, die wohnt in der Nähe. Und genau, die habe ich angerufen. Die war innerhalb von 6 Minuten hier, die sagte, nee, sofort Krankenhaus. Die wohnt ja auch schon länger in Essen und kannte sich auch mit den Krankenhäusern aus. Sie war ja noch nie im Krankenhaus. Aber da die selber aus der Medizinbranche kam und auch hier ihr Kind gekriegt hat und die total viele Schwestern, Hebammen, Ärzte, pipapo kannte, sind wir direkt zum Krankenhaus gefahren, sind direkt durchgegangen. Die kannte die Leute da sogar. Direkt ins Krankenhaus. Okay, ich dann auf dem Weg ins Krankenhaus, Dale angerufen. Ich sag, Schatz, entspann dich. Es hat vorhin Platsch gemacht und es war alles nass. Es könnte sein, dass das die Fruchtblase war. Es kann aber auch gut sein, dass das einfach Urin war und ich einfach durch den Stress und den Druck und der kleine Doof lag, dass das sich entleert hatte, ich es nicht gespürt habe. Es gibt bestimmt auch irgendeine andere Sache, die nicht gefährlich war, die das sein könnte. Ich fahre jetzt ins Krankenhaus und lasse das abklären. Der war so geschockt einfach, aber so gar nichts sagen wollte ich halt nicht. Ich sage, entspann dich. Genau, wir dann also ins Krankenhaus, direkt durch in den Kreissaal. Ich so geistesabwesend zu meiner Freundin, der Miri, ich sag, jetzt muss ich ja voll lange in der Ambulanz warten. Die so, bist du doof, du bist schwanger, du hast wahrscheinlich einen Blasensprung in der 30. Woche. Das ist ein Notfall, du gehst direkt durch in den Kreissaal. Und ich so, okay. Direkt durch in den Kreissaal. Ich sag, ich glaube, meine Fruchtblase ist geplatzt. Und die Hebamme so, ach, wie schön. Ich sag, ich bin in der 30. Woche. Oh, das ist aber viel zu früh. Gehen Sie mal direkt durch im CTG. Die Ärztin kommt jetzt gleich sofort.
Ja, okay, alles klar. Ich dann da in diesem Kreissaal gelegen, den ich absolut echt nicht schön fand. Und Miriam so, ach, hier werde ich voll emotional, hier ist mein Sohn geboren. Und ich so, ja, sieht aus wie ein großer Zahnarztraum. Kein Witz. Fand ich voll. Ich meine, die Aussicht war schön, aber ich mich dann da auf dieses Gebärbett, Kreissaalbett da gelegt, dachte, was für ein Kack, ist wirklich wie ein Zahnarztstuhl, nur in doppelt so groß. Gut, ans CTG angeschlossen und lag dann da 45 Minuten oder so. Keine Wehen. Also keine Geburtswehen, schon leichte Wehen zwischendurch. Herztöne von dem Kleinen waren auch relativ hoch. Ich meine, ich war super aufgeregt, ne? Wenn mein Herz schnell schlägt, schlägt das Herz vom Kind auch. Aber CTG war soweit der Situation entsprechend in Ordnung. Und genau, dann kam die Ärztin auch und ja, hat mich dann untersucht. Hab ihr das dann alles so erzählt. Und sie sagt, das hört sich alles schon sehr nach einem Blasensprung an. Jetzt drücken wir mal die Daumen, dass es nicht so ist. Sie mir dann halt schon erzählt, was gemacht wird, wenn es ein Blasensprung ist. Ich sag, stopp. Ich sag, ich will das gerade nicht wissen. Ich sag, das macht mich gerade wahnsinnig. Ich sag, wir werden es in wenigen Sekunden wissen. Ich sag, gucken Sie erstmal. Sie da haben mich also untersucht. Muttermund komplett zu und auch noch komplett da und so, wie es sein sollte. Geschallt, ewig lang geschallt. Der Kleine übrigens so voll so da, voll am Tanzen und voll am Abgehen. Ne? War schon echt schwer für die da manchmal zu schallen irgendwie und da zu sehen zu wollen, was sie sehen wollte. Sie sagte, Fruchtblase ist komplett intakt. Ich sehe auch keinen Riss. Sie hat dann, genau, davor, vor dem Schallen, hat sie halt natürlich einen Abstrich gemacht und hat gesagt, hier, wir haben hier so einen Streifen. Da werden wir innerhalb von Minuten wissen, ob es Fruchtwasser ist, ob es Urin war. Und nach dem Schallen hat sie gesagt, so, jetzt gucken wir nochmal drauf. Sagt sie, ja, ist negativ, war kein Fruchtwasser, ist aber auch kein Urin. Und ich dann so, was war das? Ja, sie sagte dann so, das ist auch eine Erklärung gewesen. Ich meine, ich belese mich ja sehr, sehr viel. Aber davon habe ich tatsächlich noch nie gehört und war da auch echt skeptisch. Sie sagte dann zu mir, wenn Frauen mit zunehmender Schwangerschaftswoche unter großem Stress irgendwie stehen, dass es wohl in der Schwangerschaft dann dazu kommen kann, dass vermehrt vaginaler Schleim und Flüssigkeit produziert werden kann. Ich dachte, ja, da sie ja so viel vorher geschlafen haben und so viel gelegen haben, hat sich das wahrscheinlich alles in der Scheide und in den Falten und so weiter gesammelt. Und als sie dann nach ein paar Stunden aufgestanden sind und ein paar Meter gelaufen sind, ist es dann wahrscheinlich einfach alles rausgekommen. Und ich dachte mir so, ich ihr dann nochmal sehr detailliert erklärt, wie viel das war. Leute, wirklich, also das war so viel Flüssigkeit. Ich sag, wo soll das gewesen sein? Ich sag, noch dazu habe ich ja ein Geräusch gehört. Sagt sie, ja, das passiert dann schon mal. Sagt, das hört sich jetzt unglaubwürdig an, aber das hätte sie wohl schon öfter erlebt, dass das wirklich so viel ist, dass dann die Frauen grundsätzlich ins Krankenhaus kommen, weil sie denken, dass ihre Blase geplatzt ist. Zu Recht, sagt sie. Ich sag, wirklich, meine Jogginghose, meine dicke Jogginghose war klatschnass von oben bis unten und meine dicke Badematte ist eine richtig fette Pfütze drin gewesen. Ich sag, da geht ja dann auch was rein. Das muss ja wirklich eine Menge an Wasser gewesen sein oder an Schleim. Da war nichts Schleimiges, das war einfach flüssig, ne? Also ich sagte, ja, das ist es dann gewesen. Ich war halt dadurch beruhigt, dass wir diesen Test gemacht hatten. Es war kein Fruchtwasser, war aber dann auch irritiert, dass es kein Urin war, weil ich dachte, okay, vielleicht was Pipi. Urin halt, ne? Gut, bist halt inkontinent geworden, lacht der Kleine doof. Aber das dann dachte ich so, okay. Alles klar, Fruchtblase ist intakt, das ist das Wichtigste. Hat dann geschallt und ja, alles gut quasi so. Hat mich dann aber auch noch mehrmals darauf hingewiesen, wie wichtig es jetzt sowieso für mich ist, da ich ja sowieso schon so belastet bin, dass ich wirklich komplett Stress vermeide. Und ich denke mir immer so, boah, ja, mein Gott, ich weiß es. Ich meine, die Ärztin, die kannte mich nicht. Mein Frauenarzt, der kennt hier meine Lebensumstände und vor allem auch eine Mutter, die selbstständig ist, mit einer Hyperemesis und einem dreijährigen Kind zu Hause in Vollzeit zu sagen, ruhen Sie sich so viel aus, wie es geht, lassen Sie alles stehen und liegen. Ich sag, mein Leben wird ja jetzt nicht Stopp machen, nur weil ich schwanger bin, ne? Das nervt mich dann, das hat mich dann in dem Moment echt mega genervt. Ich sag, ja, ich weiß das, aber das ist halt nicht die Realität. Ich sag, das funktioniert auch nicht. Geht auch nicht. Ich sag, das Leben muss trotzdem irgendwie weitergehen. Aber ja, ich versuche mir Ruhe zu gönnen, wo es geht, weil ich weiß, dass ich die brauche und ich möchte die ja auch. Aber Fakt ist, mein dreijähriges Kind braucht trotzdem Aufmerksamkeit. Ich muss trotzdem den Haushalt machen und mein Mann muss trotzdem arbeiten. Ne?
Wisst ihr, was ich meine? Ich muss trotzdem zwischendurch auch mal einkaufen gehen. Ich kriege ja schon hier und da Unterstützung, aber Fakt ist, das Leben geht trotzdem weiter, ne? Ja, ich dann Dale angerufen, habe gesagt, hier, Fruchtblase ist noch intakt, der war super erleichtert. Die Mutter auch, oh mein Gott, kommt dein Kind jetzt, ne? Ich sage, nein, alles gut, Kind ist drin, Kind geht's super, ist am Boxen wie sonst was, Fruchtblase ist intakt. Und er dann so, ja, was war das denn? Ich ihm das erklärt und er auch so, aha. Also ich habe jetzt die ganze Zeit rumgegoogelt, also ich habe alles Mögliche gefunden, aber das, was du jetzt erzählt hast, habe ich nirgendwo gefunden. Ich so, ich auch nicht. Habe ich dann danach übrigens auch gegoogelt, ich habe da bis heute nichts drüber gefunden. Dieses Phänomen, was es bei mir wohl da gegeben hat, durch Stress und Wasser und keine Ahnung. Aber eigentlich letztendlich das, was am wichtigsten ist, dass die Fruchtblase nicht geplatzt ist. Aber ich dachte, ich nehme dieses Video auf, einfach für den Fall, dass eine von euch mal in diese Situation kommt, an mein Video denkt und vielleicht nicht so viel Panik bekommt und dann denkt, okay, die Annie hatte was Ähnliches. Es wird bestimmt nicht die Fruchtblase gewesen sein, aber nichtdestotrotz in so einer Situation sofort Krankenhaus, ne? Also nicht, dass ihr denkt, hier, das war bestimmt wieder Annie, ich bleib jetzt zu Hause. Dass ihr da nicht komplett in Panik verfallt, dass ihr aus meiner Erfahrung halt mitnimmt, ist, muss nicht das Worst Case sein. Lasst es immer sofort abchecken. Also bitte nicht falsch verstehen. Sofort ins Krankenhaus. Kein bisschen warten. Aber wie gesagt, ich hatte von dieser Sache, die mir da passiert ist, noch nichts gehört. Und ich war wirklich bis zur letzten Sekunde absolut davon überzeugt, dass es die Fruchtblase war. Ich habe mich zwar versucht, ruhig zu halten, aber im Endeffekt war es ja dann auch wirklich tatsächlich nicht die Fruchtblase. Aber ich dachte, weil es einfach eine Erfahrung von mir war und wie ehrlich gesagt auch der Schock meines Lebens, weil ich in dem Moment ja einfach auch noch alleine war. Ich glaube, wenn Dale hier gewesen wäre, hätte sich das noch ein bisschen aufgeteilt oder vielleicht verschlimmert, weil er voll in Panik ausgebrochen wäre. Man weiß es nicht. Aber das wollte ich jedenfalls mit euch teilen. Genau, so ist es halt gewesen. Und zum letzten Ende dieses Videos. Baby ist noch drin, Fruchtblase ist noch intakt. Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Und ja, ich habe die Tage noch in relativer Ruhe verbracht, sage ich jetzt mal, bis meine kleine Maus dann wieder nach Hause gekommen ist. Und ja, ich glaube, das ist ein Storytime-Video hier. Ich habe euch einfach nur was erzählt, was ich euch mitteilen wollte. Ich hatte da irgendwie das Bedürfnis danach. Mama. Genau, das war jetzt das Video und ich denke mal, dass morgen direkt im Anschluss der 30. Wochenvlog kommt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne mal Feedback da. Mich würde es total interessieren, ob eine von euch schon mal eine ähnliche Erfahrung gemacht hat. Das interessiert mich wirklich, weil ich bin immer noch so ein bisschen skeptisch, was es denn jetzt war, weil ich finde nichts im Internet darüber, gar nichts. So, vielleicht gibt es da Erfahrungswerte von euch, die mich jetzt so ein bisschen weniger skeptisch wirken lassen. Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare und ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen oder hat euch informiert oder ich fand es spannend, wie auch immer. Das war jetzt mein Storytime-Video und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!